Der kulturelle Einfluss auf West-Berlin war massiv und bis heute spürbar. Nach über 70 Jahren kann man noch einiges von der Luftbrücke in Berlin sehen. Wenig anfassen, aber viel hören. Denn der Hot Jazz ist bis heute lebendig. Wenn das kein Beweis für Nachhaltigkeit ist, dann weiß ich nicht. Oh, das Magazin sieht aber schäbig aus. Wie konnte das passieren? Das lag unter einem Sack Kohlen, der vom Laster gefallen ist. Was wäre die Blockade ohne Air Force? Was wäre die Berliner Musikkultur ohne Luftbrücke? Und ohne die amerikanische Musik? Kein Airlift ohne Air Song. ML Special. Yeah.